So, und damit halt dann auch herzlich willkommen zurück wieder zu Tales of Symphonia. Den Controller erstmal wieder ein bisschen rumspackt. Sollte es wieder gehen? Ja, das sieht gut aus. Ihr habt noch nicht einmal Codes gebracht, was? Ah, okay, ja, ich habe jetzt wieder den Bzzzt. Laserbeam. Ups. Another battle. Ready? Acuteness. Acuteness. Oh, Fähigkeit für sie. So. That was just warming up. Level up for Priscilla. Gut. Ah ja, okay, alles klar. Hier komme ich also nicht durch. Bei denen kann ich da nicht. Ah, okay, doch, okay, alles klar. Mit den Dingern kann ich das blockieren. So, dann kann ich hier einfach durch. So. Da geht's hier von hier aus nicht durch. Schieben wir das mal darüber. Und gucken, ob wir dann da hier irgendwas Schönes machen können. Ups. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier drauf schiebe? Gar nichts. Okay, gut. Achso, hier spawnt der nur neu, wenn ich. Ja, wenn das passiert. Alles klar. So. Was war das gerade für ein Geräusch? Uff, my dude. Lass mal stecken. Gut, also ich kann mal da hinten rüber. No. Danke. Das dann noch reinschieben. Dann können wir nämlich an die Kiste da hinten ran. Na komm. Hallo. Ach, Leute. So, dann da hinten eine Kiste. Na, wenn der ist doch bestimmt irgendwie ein. Standard-Item mit Kraft um 1. Mehr Damage. Na gut, gegen die werde ich jetzt kämpfen müssen wahrscheinlich. Oh Gott, gleich so viele. Kam ein bisschen spät, aber ist egal. Next. Another battle.
Das hier ist richtig gut. Richtig schön, fast schon zu Beginn des Kampfes. Und dem Unterschied, dass sie jetzt gleich schon drauf gehen. Na gut, okay, dann eben nicht. Das ist echt nur so kurz, tatsächlich. Okay, also. Ich glaube, ich kann das Ding da unten aktivieren, indem ich hier. Ja, da ist der links im Weg. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt ist der da unten aktiv. Okay, das heißt, ich kann da jetzt einen Stein hinstellen. Müsste ja eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Aufwärts. Und runter. So. Jetzt rennen wir mal einmal hier wieder außen rum. Den dann einfach da hinten hinschieben. Wahrscheinlich an. So, Strahlenschild. Abwärts. Erfahrungsgemäß Level 3. Gut. Ich soll was probieren. Ich brauche dafür den Stein. Den werde ich jetzt einmal komplett rüberziehen. Dann hinten drauf stellen. Dann gucke ich mal, ob ich noch zu dem anderen zu der anderen Truhe komme. Zu der da. Tomahawk, das ist doch bestimmt für Presea. 40 Gramm Damage mehr. So, jetzt brauche ich noch einen Stein, den werde ich hier wahrscheinlich nirgendwo bekommen, ne? Ich kann hier bestimmt keinen rausziehen. Oh, warte mal, da ist noch eine Truhe. Na gut. Hab ich eben gerade erst gesehen.
noch lang? Nee. Warum ist der Dude lila? Das möchte ich jetzt wissen. Ah, deswegen. Das war kacke. Ups. Are you okay? So. Achso, und von denen kriege ich wahrscheinlich. Danke. Warum nach oben? Okay. Komme ich jetzt da nicht weiter? So, das heißt, ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier noch irgendwo hinkomme. Okay, aber hier gibt es nicht viel. Das ist jetzt nochmal der Weg nach unten. Wenn ich hier wieder rauskomme. Ah, sicher, sicher. So, also. Was haben wir denn hier? Another battle. Noch ein Kommandeur. Ach so, sind die beiden. Gleich jetzt wieder laut. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Sachen durch. Die Seite hier ist komplett clean. Da ist, ups, der Ausgang, glaube ich. Alright, let's go! Hunting Beast! Das hat irgendwas hat sie gemacht. Ich könnte nicht sehen, weil alle gleichzeitig irgendwie gerade gespammt haben. Haben wirklich alle gerade gleichzeitig gespammt, ey. Holy moly. So, hier geht's doch bestimmt zum Ausgang. Ja. Das hab ich erwartet. Get away. Nicht getroffen, das ist egal. Der trägt blau, das ist doch hundertprozentig auch ein Kommandant. Be careful, everyone. Ja, da ist er. Know your place.
So, jetzt wird's gleich wieder laut. So. Das wollte ich nicht. Na egal. Don't let up. Are you okay? This is some friction. Die. What's this? Tate? Are you okay? First aid. Tate? Dann könntest du bitte mal drauf gehen. Ach ja. Ha. Erwischt. Ah, okay, hier bin ich jetzt. Alles klar. Ausgetrickst. Achso. Okay, alles klar. Ich lasse den da jetzt runterfallen. Und das. Achso, das Ding macht es aber gleich komplett kaputt. So, damit mir das hier endlich aufhört, auf den Keks zu gehen. So. So. Ups. Latschen wir jetzt nochmal kurz zurück. Denn ich möchte mir die beiden Kisten da noch holen. Gott, hört auch noch einen Keks gehen, Leute. Please. Ich war da. Achso, doch. Keine Ahnung, wo dieses Geräusch herkommt. Kiste Nummer 1. Hm. Erstmal gucken. Oh ja. Das ist gut. So, und jetzt hatte ich noch hier der Blitzschwert. So. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Aua. Ein Schritt zu weit oben. So, jetzt haben wir schnell wieder rüberlaufen auf die andere Seite. Gott, sind die Dinger schnell, Mann. Let's get rid of them quickly. Na, das ist jetzt ein bisschen spät, aber ist egal. Entschuldigt bitte. Ich habe relativ schlecht geschlafen. Noch ein Erfahrungsgame, warte mal.
Eiskarte gefunden. Oh, sehr gut. Schiene. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Schnell zurück. Bräuchte ich nur noch eine Frage, wo ist nochmal der Hangar? Das Hangar. Geh weg. Ach, come on. Uff, der hat so eine Riesengruppe. Level up for Lloyd. Schiene eignet sich für Grundfähigkeiten an. Mhm. Wo ist denn das Hangar? Das ist verdammt knapp. Nein, nicht da. Hier ist nur dieser eine, da war der Dude drin. Hier oben war ja auch keine weitere Tür. Nee, ist nicht. Das kann man sich natürlich auch nach und nach runterburnen, ne? Ja, da ist nix. Eine Tür. Hier oben. Glaube ich auch nicht. Oh doch, warte mal. Jetzt kann ich auch noch mehr das andere Ding da hinten holen. Komm schon, gib mir den Punkt, wo ich anfassen kann. Ach, komm schon. Geht doch, danke. Wenn diese Steine von der Seite angrabbeln wir, dann kriegt man echt immer Probleme, Mann. Das ist echt dumm. Mm-hmm.
Aha. Ach, da unten ist ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, was war das da gerade? Ach Gott, ey, sorry. Aber ich bin eigentlich nee, gar nicht so müde. Das Ding ist einfach nur... brechen. Sein Körper ein bisschen erschöpft ist und ich weiß nicht warum. Aufwärts. Ah. Ja, stopp nochmal. So, Code 1. Das Licht des Mana ist der Glanz des Lebens, was glaube ich, ne? Danke. So you've come, like moths to the flame. Do you ever say anything original? You gotta admit, that line is seriously cliché. I see your attitudes haven't changed, but your impudence ends here. Prepare to die. Jetzt gegen beide kämpfen, ich glaube. I'll show you the difference of our strengths. So, warte mal. Ich muss den Mann erst töten. So. Na, ich will jetzt immer, wo ich das Unrein habe. Are you okay? Thunderblade. So, jetzt machen wir den erstmal kalt. Hier kommt schon bisher. Der muss ja mal jetzt drauf gehen, danke. So. Thunder explosion. No way. Help is on the way. Give up. Nurse. Devastation. Tate. Heavy tiger. Give up. Tate. First aid. Sword rain. No way. Thunder explosion. No way. Tate. Power seal. Sonic sword rain. Ready. Acuteness. Take this. Indignation. Thunder explosion. No. Give up. Infliction. Tate. Hunting. Help is on the way. Nurse. Thank you. Tate. Sonic sword. Noch 500. Jetzt einmal zack den runter. Tate. That's that. Alle kriegen Level up. Lloyd, your X-Sphere. To think that it's really evolving. My X-Sphere? What's this shaking? Hmm. Lloyd,
Now's our chance. Let's take the Riards now. All right. Best idea. Sir, this earthquake. Could a mana link have been broken? Possibly. Investigate the cause of this earthquake immediately. What shall we do about the Riards? It doesn't matter. Let them go. Our little friend can tell us where they are at any time. Drücke B, im Gelände auf Riards aufsteigen, um zu lenken, rechts zu lenken und oben und höher verändern. Holz bewegen, RB, Kamera drehen. Mit dem Bodenschiff zum Riard abzusteigen. Formationsflug. Ach, das macht das alles so viel einfacher, ne? Gut, aber. Hoppala. Ja, mal kurz zwischenspeichern. So.